Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Heute gegen Xex mit 6400 Leben. Ich hätte auch gegen einen 8000er spielen können, aber der hat mich die ganze Zeit gedodged. Fnatic hat irgendwie keine Lust mehr gegen mich zu spielen. Wahrscheinlich glaubt er immer noch an seine Vorwürfe, dass ich Stream snipen würde, ich weiß es nicht. Gut, konzentrieren wir uns auf das Spiel hier. Also, wir haben Supply Specialist mit ganz netten Einheiten. Let's go. Dann haben wir Fangs und Stormcaller. Kurz drüber nachdenken. Gut, ich meine im Endeffekt, ich brauche Distraction, ne? Ist ja klar. Was hat er für eine Karte? Quick Supply, das heißt, ich kann hier alles Mögliche gleich gegen mich haben. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Noobs immer rechts aufstellen. Da ich jetzt ja offiziell kein Noob mehr bin, nee, keine Ahnung, kann ich auch mal links aufstellen. Im Endeffekt. Und mal kurz messen, wenn ich das so mache. So. Dann passt da jetzt genau noch eine dazwischen, ja. Dann machen wir das mal so jetzt einfach. Die können wir direkt dahinter stellen. Und die stellen wir so dahinter. Ich glaube, das ist der absolute heiße Scheiß. Let's go. Jetzt haben wir noch mehr Stormcaller geholt, okay. Die Fangs sind halt ein bisschen ein Problem, ne? Wäre schön gewesen, wenn der eine Arclight die Fangs bekämpft und nicht irgendwas komisches. Aber wenn ich da Q-Down kriege, bin ich auch zufrieden. Ja, nee, ist okay. So ein paar viele Fangs hier drüben am Start, da muss ich damit aufpassen. Aber wenn ich seinen HQ noch gesniped bekomme... Was ich aber nicht bekomme, befürchte ich, bevor er meins bekommt. Wobei die Crawler machen wieder einen sehr, sehr guten Job. Oh, es wird eine ganz knappe Geschichte mit dem HQ. Ne, ich krieg's nicht mehr, leider. Aber jetzt kriege ich's noch. Ja, ich glaube, ich gewinne das Spiel, weil ich mit dem Debuff gegen seine Fangs arbeiten werde. Ja, genau, ist der Debuff drauf. Jetzt kann ich die Stormcaller finishen. Und die paar Fangs hier, die haben noch gesplittet. Okay, ist perfekt für mich gelaufen. Da kann ich mich nicht beschweren. Jetzt fahren sie den Fangs hinterher. Die Frage ist, die Fangs drehen sie gerade vielleicht noch vom HQ ab, wobei die es auch nicht schnell genug down kriegen. Es sind ja nur 7 Stück. Sehr schön, mit 3 Schüssen haben sie einen hingerichtet. Anstatt das mal gescheit aufteilen. Naja. Ah, er hat meinen HQ noch erwischt mit einem Schuss. Gut, ist kein Riesendrama für keinen von uns. Der Strike ist natürlich sehr gut für beide von uns, um ehrlich zu sein. Er kann mir halt damit hier so einen ganzen Blob zerstören. Es ist leider so. Die Verantwortung muss ich auf meine Kappe nehmen, da habe ich leider so aufgestellt. Ich hatte kurz überlegt, das Haste-Modul zu nehmen. Habe mich jetzt aber doch dagegen entschieden.
Ich glaube tatsächlich, dass ein Rhino hier sehr, sehr gut funktioniert. Wenn er schlau ist, gibt er wahrscheinlich Schilde aus. Ich mach's trotzdem mal da drüben einfach. So, ich muss mich ein bisschen beeilen. Packe ich hier, ich packe hier einfach auch einen Rhino auf die Flanke. Den ich da verzögert so ein bisschen reinlaufen lasse. Vielleicht noch einen Ticken. Ja, lassen wir mal so, anscheinend. Ich bin gerade so ein bisschen im Probiermodus auch, um ne? Mal nicht immer das Gleiche zu spielen. Jetzt hier den Arclight töten. Aber ist eigentlich egal, der Arclight macht ja nichts mehr. Okay, der Rhino links hat nicht so ganz funktioniert. Aber der rechts kommt jetzt dafür durch. Ist natürlich auch ein bisschen geschuldet, dass hier die Einheiten weggenügt waren auf der rechten Seite. Eine sehr schöne Karte. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt schon nutzen möchte in der Runde. Die große Frage ist halt, spielt der Hacker oder spielt er nicht Hacker, ne? Das ist die große Frage an der Stelle. Ich könnte natürlich jetzt auch dazu übergehen, komplett offensiv zu spielen. Das Problem ist halt, dass ich irgendwann Probleme werde. Bekommen werde, damit dass er mir Flanken reinspielt. Aber es muss halt auch erstmal machen. Ne? Das heißt, ich mache jetzt. Ich meine, erstmal überlegen, was ich jetzt spielen möchte. Lohnen die sich abzugraden? Schon so ein bisschen zumindest. Die Crawler würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, weil dann halten die zwei Arclight-Schüsse aus. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Dann hole ich mir den Rhino von hinten vor oder hole ich mir einen neuen. Ich glaube, ich hole mir jetzt eine Tankline dazu. Können wir ruhig auch da vorne hinstellen. Will ich den hier über die Flanke fahren lassen? Ich glaube eigentlich nicht. Macht, glaube ich, so keinen Sinn. Upsi. Nächstes Modul. Ah, ne, hat er geholt, ne? Ja, ich bin gerade total verwirrt. Schade, war zu spät. Launcher Overload gibt er aus. Ja, ist gar nicht so falsch unbedingt von ihm. So. Diesmal kommt mein Run lustigerweise trotzdem an Saku ran, aber es reicht nicht ganz. Mein Crawler ist anscheinend noch mit dabei gewesen. Also ich an der Stelle würde Hacker spielen. Habe mich da nur wiederholen, habe ich es eben gesagt und nur gedacht. Ich glaube, wiederholen kann ich sagen. Ne? Ja. Was so schön ist, also könnte es natürlich, also für ihn wäre es vielleicht Arclight, also er bräuchte eigentlich vor ihm Arclight, um meine Crawler gescheit loszuwerden, würde ich fast behaupten. Der hat aufgelevelt da hinten, okay. Ich hatte die gar nicht aufgelevelt eben. Ich hatte nur drüber nachgedacht. Ich bin auch so dämlich manchmal. Irgendwie wollte ich jetzt nicht zu massiv in die Geschichte investieren mit den. Mit den Kollegen Rhinos, weil ich befürchte, dass ich dann einfach eins drauf kriege. Und das befürchte ich nach wie vor. Deswegen gehe ich jetzt mal ein bisschen in die Luft. Ich habe die Möglichkeit, hier nochmal Crawler davor zu setzen. Mach das einfach mal.
Sollte eigentlich funktionieren. Jo, let's go. Okay, ist ihm egal. Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich das redeploye. Ja, ja. Und ich hatte damit gerechnet, dass er damit rechnet. Ich habe es zumindest in Erwägung gezogen. Habe ich dem jetzt das Item gegeben? Ich glaube schon, ne? Stimmt's aber leider. Das heißt, da muss ich mit Beacon arbeiten und nicht im Redeploy arbeiten, kein Beacon. Nevermind. Ich ziehe meine Aussage zurück. Oh, oh, die Crawler werden zum Problem. Ne, werden sie doch nicht. Okay. Ja, ich muss definitiv mal meine Phoenix hier doch aufleveln, glaube ich. Es wirkt immer so, als ob die schon unter denen stehen, dabei sind die ja ganz schön weit weg, ne? Ich dachte schon, die, wir schießen ja nicht, haben die irgendwie keine Guns dabei heute, aber das war halt nur die Perspektive. Ich würde gerne mal sagen, ob ihr lieber in der Perspektive schauen wollt, aber ich glaube eher nicht. Eigentlich sieht man mehr von, also das, was man sieht, sieht man besser, aber aha, jetzt kommt es jetzt. So eine Schweinerei. Muss es trotzdem mitnehmen, denke ich. Soll nicht diesen Reichweiten-Nachteil haben. So, da kommt wahrscheinlich jetzt ein Shield. Das heißt, wir nehmen einfach mal die Level 2 Artillerie hier raus. Die letzte Runde auch schon. Mal gucken, ob er damit rechnet. Also rechnen kann er damit definitiv, aber ob er es halt auch umsetzt. Ich denke, die Phoenix auf Level 2 sind eine gute Idee. Den hier zu redeployen ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Ich kann ja immer noch was davor setzen, wenn er versucht zu snipen. Es geht ja immer noch. Die Frage, lohnt sich Tankiness oder lieber Damage? Ich glaube lieber Damage. Mein Tankiness wird sich für meine... die brauche ich jetzt nicht mehr aufleveln. Für meinen Rhinos lohnen. Boah, gewinnt der Fortress das? Wahrscheinlich schon, gell? Aber so, ja, gewinnt es aber nur knapp. Den zweiten Rhino schafft es, glaube ich, aber nicht mehr, weil er dann Debuff drauf hat, allein schon. So, hier drüben scheint es nicht so optimal zu laufen. Ich brauche hier noch links noch irgendwie ein paar Sledgehammer oder irgendwas, was mir die... Oder Fangs besser wegkommt, so heißen sie, genau. Oder ich bräuchte noch was Besseres, um mir die Fangs wegzuräumen. Habe ich hier wirklich so eng. Habe ich gut Game geschrieben? Ja, es hat eh nicht. Ja, ist egal. Also, ich glaube. Weiß gar nicht, wie was dazwischen passt. Hier habe ich irgendwie Mist gebaut beim Aufstellen, auf jeden Fall. Naja. Er hat dem hier das Parasitic Ammo gegeben. Ich finde das Ding einfach nicht mehr so gut mittlerweile, muss ich sagen. Ich bin da kein riesen Fan von. Aber da kam auch vorhin die Crawler her, das hatte ich gar nicht mitbekommen gehabt. Ja, den Fortress hier kann man machen. Meine Erfahrung sagt mir, ich habe auch ganz gerne mal mit Fortress gegen Rhinos gespielt. Vielleicht wäre ein Overlord mit Artillery kennen besser gewesen. Gegen die Rhinos. Er hat dann halt das Problem mit den Phoenix, dass die schnell runterholen, aber dann noch ein bisschen Kleinzeug davor hat. Ist es gar nicht so schlecht. Ja, das Launcher Overload Upgrade hier auszugeben, ja, kann man schon machen. Ich weiß es halt nicht so richtig. Ich hatte halt eine Tank-Einheit, die habe ich auch in der Runde gekauft, wo er das Upgrade ausgegeben hat. Ansonsten hatte ich ja vor allem den Crawler. Ah, hier habe ich einen zweiten Tank. Aber es war auch in derselben Runde, habe ich die gekauft, wo er das Upgrade ausgegeben hat. Dann hatte ich ja die zwei Rhinos, ne? Ja, ist die Frage. Nochmal zu den Rhinos wollte ich gerade noch was erzählen. Ich habe jetzt hier absichtlich keine Upgrades ausgegeben, weil Rhinos sind absoluter Hardcore-Zeug, aber sie sind auch absolut hart counterbar, wenn jemand Hacker spielt.
Ansonsten kann man, wenn es keine Hacker gibt, dann wäre hier Final Blitz und Photon Coating gut oder halt auch einfach, um die schneller zu machen oder Tanky oder was auch immer. Weil das hier würde ich, kann auch krass sein. Also, situativ immer. Aber das Ding ist halt, sobald jemand einen Hacker spielt, kann er dich halt damit komplett kontern und eventuell verlierst du das Spiel, weil du auf einmal deine hochgezüchteten Rhinos gegen dich hast. Deswegen bin ich kein Fan davon, viele Upgrades auf Rhinos auszugeben. Höchstens mal vielleicht eins. Also vielleicht dann sagen, okay, ich mache jetzt Final Blitz oder so mit rein. Und das war's dann. Ja, so ist das. Ansonsten, man sieht ja wieder, ich habe gar keine Upgrades ausgegeben. Ding war, ich bin halt eh drüber gerannt und wollte aber den Spam weiter erhöhen, ne? Ich habe mich hier für Overlords entschieden, weil ich halt vom Boden weg wollte, wegen den Stormcallern. Und ich brauchte halt was die Fangmassen besiegen kann. Und da gibt es eigentlich nur die Overlords in der Luft. Ich meine, Wespen und Phoenix sind ja keine gute Idee. Ich hätte überlegen können, natürlich jetzt hier das Launcher Overload auszugeben. Und dann habe ich auch nur einen Reich von 105. Wird auch noch ausreichen für die Fangs. Wenn er halt Reichweite ausgibt, outrange mich und force mir dann direkt das nächste Upgrade. Also von daher, da hatte ich keine Lust drauf. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.